So, Übertragung starten. Oh, bist du dir sicher, dass du das Outfit Kev antun willst? Ja, aber das muss ich dann noch wechseln, bevor wir hier die anfangen zu spielen. Das ist nur für Kevin. Das Outfit heißt direkt Kevin. Da könnt ihr ja nochmal runtergehen auf meine Tanzfläche gleich. Wo muss ich denn da jetzt? Oh, wie sich gerade vorbeugt! Das sah gerade aus! Nee, du musst hoch, die Treppen hoch. Die Treppe hoch, Kev. Ah, warte mal. Ah, der Tanzfläche, die links. Ja, genau. Links und dann, wenn du die Treppen hoch bist, läufst du auch wieder scharf links und dann bis hinter die Ecke. Hast du keinen Nachtclub, Sommer? Ich hab keinen Nachtclub, nein. Ich brauche keinen neuen, wofür? Da kommt er doch. Ja. Das ist er vorbeigelaufen, oder? Nee, er ist da. Ah, guck mal hier, da dein. Ey, Schnüppel. Ach man, willst du mal bitte sitzen, dass ich mal unter deinen Schlipper gucken kann? Du willst unter den Schlipper gucken? Ich dachte unter den Rock. Unter? Ja, oder? Erst unter den Rock und dann unter. Ja, weißt du. So, besser? Ja. Guck mal, wo die Hand liegt bei ihr. Ja, sie zieht sich extra noch das Ding hoch. Ja. Ich mach mal lieber die Beine zusammen, sonst wird der Kevin noch ganz wuschig hier. Es ist zu spät. Ich hab mich mal wieder schick gemacht heute hier für euch. Ja, aber eine komische Maske hast du auf. Ey, die ist schick. Hat sie das letzte Mal irgendwie so einen komischen Kopf, so einen Cartoon-Kopf? Und, und es zeigt mal mein richtig schönes, breites Grinsen, finde ich. Ja, noch jemand mit Kleidchen. So. Ja, endlich. Sagst du dann, wenn du bereit bist, Kev? Ja, mach, alles gut. Ich bin soweit da. Aufnahme läuft? Aufnahme läuft. Ja, dann sage ich einfach mal Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Crazy 5 YouTube. Heute 1, 2, 3, 4. Ja, wir sind diesmal leider wieder nur zu viert. Enrico ist aus privaten Gründen unterwegs. Und beim Peach, ja, da darf sich der Internetanbieter heute mal, nö, du lässt heute mal mit deinen Freunden keine Party krachen. Das machst du heute mal nicht. Wir sind jetzt heute hier in meinem puscheligen Nachtclub und wollen gleich ein bisschen Playlist spielen. Ich weiß, ihr hört, glaube ich, die Musik eh nicht, weil das ist, glaube ich, bei GTA automatisch so, dass die Musik nicht mit übertragen wird in den Videos und in den Streams. Und aber trotzdem ist das, finde ich, eigentlich ganz schick hier, die Ecke mit den Kronleuchter da oben. Finde ich eigentlich ganz gut geworden hier. Und jetzt gebe ich noch ab an Mr. Knister da drüben, der hier neben seiner Transgender-Röckchen tragenden Frau sitzt und sage, dass er noch ein bisschen hier Leute begrüßen kann. Also, Kev, go on. Ja, servus. Zu meiner, so zumindest bei mir, letzten Folge vor Weihnachten. Ja, ich hoffe, ihr seid schon heiß drauf aufs Weihnachtsfest und alles drum und dran. Aber kommt trotzdem rein bei uns Verkauten. Ja, wie Marco schon angekündigt hat, wir sind halt nur zu viert. Wir wären eigentlich zu fünft heute gewesen. Aber es vielleicht nochmal hinbekommen. Sechs denke ich mal schon. Weil ab nächste Woche ja dann auch das Weihnachtsspecial betritt. Und es wird auch wieder kleine Weihnachtsspecial-Folgen geben, so wie wir es im letzten Jahr natürlich gewohnt sind. Hoffentlich mit Schnee. Du meinst den draußen auf der Straße. Genau, ja. Über den anderen reden wir nicht in der Aufnahme. Der Schnee im Nachtclub ist schon da. Apropos, wo ist der eigentlich? So, ja. Also, wir legen dann gleich sofort los. Ich denke mal hier, Madame hier links wollte sich ja nochmal umziehen. Hier rechts haben wir ja unsere, ja gerade genervt, die Arme verschränkte SM-Domina der Gruppe. Yvonne, alles gut? Ja. Weil du sitzt gerade da, als wäre dein Junge gerade zu spät nach Hause gekommen. Ich bin nur gerade auf die Taste gekommen. Ja, toll, ich wollte ja Sven ja gerade ein schönes Geschenk machen. Ich mag doch keine Geschenke von dir. Deine Anwesenheit so. Reicht doch. Ah. Dann können wir jetzt anfangen. Warte, kriegst du trotzdem. Hier, für dich.
Warte mal, muss ich gerade mal was checken? Warte mal. Ach, das muss ich jetzt hören. Nee, okay. Ich dachte, das wäre. Wenn es ein Helm mit Plastikvisier gewesen wäre, hätte es vielleicht noch gut werden können für sie, aber ist nicht, ist halt voll drauf gelandet. Gut. Ja, jetzt sieht es ja nichts mehr. Dann starten wir mal. Playliste, die ich gerade eben noch ganz schnell zusammengeschustert habe. Ja, weil sich tatsächlich erst heute Morgen ergeben hat, dass wir nur zu viert sind. Nur mal kurz dazu. Habe ich auch Frage, sind wieder Go-Karts dabei? Nein. Oh. Nur mit Bordsteinkanten. Wahrscheinlich. Bordsteinspalmen. Alle noch da? Ja. Es war auf einmal so leise, deswegen. Ja, wir sind ganz gespannt auf deine Liste. Ja. Das ist diesmal übrigens eine Mischung aus meinen erstellten und von anderen erstellten. Also es ist ein bisschen gemischt mal. Okay. Na dann. So. Alle aus aktueller Sitzung. Ich trinke auch schon ein Bier. Besser als was hier so rumsteht. Ich mach mal noch Spielersuche auf offen. Vielleicht kommen ja noch welche rein, bis die Zeit abgelaufen ist. Ja. Yvonne müsste auch eine Einladung haben. Ja, yep. Bin gerade im Ladebildschirm, bin da. Ah, kommt anscheinend keiner mal rein. Wollen wir da starten, oder? Ja, klar. Gut. Ja. Dann geht's... los. Hä, ich brauche mehr Spieler, um das hier zu spielen. Habe ich einen Tag gemacht. 6 bis 8, ja. 6 bis 8. Das habe ich selber erstellt, hä? Wieso? Was? Weil er eigentlich tatsächlich... Ah, warte, mach ich das eine mal kurz weg. Dann tauche ich das mal aus und dann... geht's los. Also bleiben wir drin in der Lobby oder bleiben wir nicht drin in der Lobby? Nee, nochmal rausgehen. Ich lade euch dann nochmal neu ein. Warte. Okay. Da muss ich mal bei der Spielliste. Ich habe das aber eigentlich nicht auf 6 Leute eingestellt. Verstehe ich gar nicht. Das ist nämlich mein eigenes. Ja, aber vielleicht ist die Map auf 6 Leute ausgerichtet. Nee, da stellst du ja alles ein. Wer ist denn hier mit dem Oppressor gekommen? Ich? Achso. Mit dem Toredo. Dann machen wir das mal anders. Es geht sofort weiter. Müssen wir das nochmal anders machen? Dann machen wir es nicht einfach so. Hey, Schnuckel! Was? Obwohl, wie klein du bist. Ich stehe auch heute unten, die Straße ist abschüssig. Netter Versuch. Das ist das Problem, dass du leider über den Charakter nicht die Größen einstellen kannst. Nee, das liegt doch daran, dass du... also, dass ich hier hochhackige Schuhe habe. Ja. Ich mag es eigentlich, wenn du weiter unten bist. So. Nee, das bist nicht du. Nein! Oh. Eiskalt, hämmer die drüber! Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Niemand fährt meine Geliebte um. Der kam einfach aus dem Nix hier.
Ich dachte, du siehst mich, wie ich hinter dir stehe. Eisekalt, jetzt muss ich hier was Neues suchen. Ich hab dich wirklich gerade nicht gesehen, Entschuldigung. Jetzt muss ich halt drauf gehämmert, ne? Jetzt muss ich was Neues suchen, die Alte ist total verunstaltet. Komm schön her, ihr Fräulein. So, Denkanstoß. Wo ist der Schlamm? Wo ist der Schlamm? Zwei Weiber catchen sich. Das hatten wir doch erst letzte Woche, oder? Ja, da habe ich sogar gewonnen. Die heißt bei mir Faustkampf in luftigen Höhen. Aua. Könnte ich machen. Die ist voll gewalttätig hier, die Frau. Ich wurde sexuell belästigt. Du stehst doch drauf. Ein bisschen. Es geht sofort los, Leute. Ich beeil mich. Alles gut. So, jetzt den Marco schön Headshot verpassen. Der steht genauso, wenn er dich treffen könnte. Das ist mies, weißt du das? Ja, bitte, Meditor. Nein, alles gut. Dann könnte ich aber wieder ganz von vorn anfangen, wenn du das jetzt machen würdest, nur das weißt du. Dann dauert es noch länger. Schrecklich beim Kevin. Ich habe nichts gemacht bisher. Das ist mein Weihnachtspäckchen für dich. Vergiss es. So, Spieleliste. Jetzt nochmal. Aua! Diesmal ist sogar eins mit Cards dabei. Och, ja, es war teuer. Erwischt. $40.000. Die Braut ist teuer. Hast du doch vorher gewusst. Hast du schon eine Einladung geschickt? Jetzt. Apokalypse-Fiasko. Aber wir beginnen mit Kevs Lieblingsmodus. Überlebenskampf, jawohl. Oh Gott, oh Gott. Elf Wellen, nur eine Sache. Elf Wellen, Zombies und Terminatoren anscheinend steht da oben. Ja. Hatten wir das nicht erst letzte Woche? Nein, hatten wir nicht. Nee, ich meine sowas Ähnliches. Ja, sowas Ähnliches, den Modus, ja, aber ist ja klar, es gibt noch ein paar Modi mit verschiedenen Leveln halt. Na dann. Schauen wir uns das mal an. Ja. Ich bin mal so frei, nehmen wir mal alles mit. So, hier haben wir schon unsere Burg, in der wir uns verschanzen können. Schauen wir mal, wo sie jetzt herkommen, die Gegner. Von der Strandseite vor allen Dingen. Von den Seiten. Alter, der hat schon nur Dings drin. Eine Minigun, Alter, was hält der schon an der ersten Welle aus? Alter, 20.000 Headshots und der stirbt nicht. Willst du? Der stirbt wirklich nicht! Kann man rumfallen oder hat er ein Problem damit? Oh, Alter. Alter, ich werfe jetzt da auf den. Drei Granaten, jetzt. Granaten. Sind die bei den. Das zählt als schwere Einheit, okay. Ich glaube, sind welche unten in der Dings. Ja, unten.
Kann ich irgendwo hochkommen, oder? Da hier in der Mitte ist eine Rampe und außen sind Rampen. Wo bleiben sie denn? Ich glaube, die bleiben unten stehen. Die laufen hier gerade gegen die Wand. Ja, die haben keine Waffen in der Hand. Das sind die Zombies wahrscheinlich. Die kommen einfach nur mit Fäusten auf dich zugerannt. Oh, der eine hat gerade einen Rückwärtssalto gemacht beim Erschießen. Einer muss hier noch irgendwo sein. Ja, ich sehe ihn nie. Oh nein, ich muss hoch. Oh, oh, nein. Oh nein, ich will nicht sagen, es kommt. Happen. Oh, es gibt eine neue Welle. Oh, ich will rauf, ich will rauf. Hast du mir auch gerade gedacht. Alter. Oh, da ist schon wieder so einer von diesen. Ja, haben. Ich sehe dich da unten, ja. Vor allem, ich möchte nur mal was erwähnen, das ist immer noch Welle 1. Das ist aber nett, dass ihr die jetzt hier runtergeht, weil die hochkommen. Sobald die runterkommen, sobald die welchen Weg gehen. Wie die da alle gegen die Wand rennen. Was du? Ja. Probier da, aber ach du Scheiße. Nein, aus. Hier unten ist ganz schön was los. Ja, hier bei mir ist jede Menge los. Ist ja mal so. Die Frage, wo bei dir ist viel los? Jawohl. Welle 1 geschafft. Ja, mein. Fühlte sich zwar an wie 3 Wellen, aber gut. Leute, wieder hoch. Position einnehmen. Erstmal noch ein bisschen was einsammeln nur. Darf der am besten nicht durch, Markus, war gerade sagen. Aber denkt ihr dran, dass ihr die Raketen und alles wartet? Müssen wir denselben Fehler machen wie das letzte Mal? Gute Ansage! Vorsicht, hier ist schon wieder einer von diesen Terminatoren. Ja, mein Silvester. Alter, der lebt immer noch, Alter. 3 Spreng-Dominklinger und ich hab ihn, alles gut. Jetzt. Ich hab ihn. Das sind mehrere Kämpfe, ich hab auch einen gehabt. Ey, vorne ist auch noch einer. Oh, was ist hier los? Haut ab. Finger weg von meiner Braut, die darf nur nicht anklammern. Aber bis jetzt finde ich eigentlich den Überlebenskampf ganz gut gemacht. Die hängen, glaube ich, schon wieder alle unten drunter, ja. Na toll. Markus, das ist meine Seite, geh weg. Ich bin noch unten. Bin ich hoch? Du willst mir nur die Kills klauen, ich kenne dich doch. Nee, ich will die Kills bei dir machen und jetzt kommen noch mehr auf uns zu, ja. Das ist nicht schlimm. Wir sollten hochgehen. Da ist ein Heli oben. Heli, Vorsicht, Heli, Heli, Heli. Moment. Ich hab gerade ein bisschen. Oh, Alter. Die Zombies kommen auch nicht zu. Hier, die kommen hoch. Oh, okay. Alter. Jetzt ist er weg. Heli tot. Vor allem der schießt aber auch nicht. Das ist das Komische. Da schwebt da einfach nur und hat nichts gemacht. Oder? Ich will rein, halt tot. Zombies kommen hoch. Die hauen wieder auf.
Oh, was ist jetzt los? Oh Scheiße, ich bin halt tot, ich muss weg hier. Die halten aber auch viel aus. Na, da ist eine schwere Einheit, ich weiß doch nicht wo. Hier unter mir. Ja, das ist ein Terminator. Und er hat mich. Tot, alles klar. Bis jetzt aber sehr witzig, finde ich, der Dings hier. Es spawnt nichts? Aha. Mhm. Ja. Jetzt. Okay, ich brauche keine. Ich gehe wieder nach ganz oben. Alles klar. Wieso schießen da immer auf mich? Was hat denn da für ein Problem mit sich oder was? Da kann er rennen. Ja, weg ist er. Ohne Ende muss. Das war aber der erste, es gibt neun. Stopp, endlich mal, Mensch, was ist falsch mit dir? Oh nein! Aber ich glaube, ich weiß, woran es gerade gelegen hat bei der Playlist. Woran? Na, ich glaube, ich hatte noch ein anderes Ding drin, das ab 6 eingestellt ist. Und dann ist ja alles andere in der Playlist auch mindestens ab 6 Spieler, weißt du? Ach, Gott sei Dank. Weil es sonst ja nicht aufgeht, sonst sperrt sich das ja gegenseitig. Hier, jetzt kommen die nächsten. Von beiden Seiten. Hier macht man einer mit bei Marco, Markus mit oder? Oh, jetzt kommen sie hoch. Penny hinter dir. Mensch, Mädel. Mist. Sollte, weil da irgendwie auch ein bisschen was kommt jetzt. Mist. Da war der Zaun im Weg. Ein Auto habe ich. Und was ist unten? Da muss er noch irgendwo rumstehen. Ja, ja, ach, hier, da steht wo oben bei dir. Markus, aber bei dir. Ich bin ein gutes Auto, hä? Huch! Ja. Alter, war das knapp an meiner Birne vorbei. Erwischt. Aber Sven sagt ja, ich klaue ihm die Kills, genau. Ey, komm, also, dass die jetzt die ganze Zeit bei mir ins Maschinengewehr rennen, dafür kann ich ja nicht. Jetzt sind es wieder die anderen dafür, dass du nicht kannst. Nee, eigentlich nur du. Moment, halt. Nee, Kev ist nur dafür da, dass du was spürst. Bei mir spürt er erst recht was. Sie. Vor allem alle auf einer Seite, keiner deckt die andere Seite ab hier. Ich geh rüber. Geh mal vorhin, lass mich in Ruhe, geh weg. Kevin, triffst du heute auch mal was, oder? Das sind nur noch zwei.
Jetzt. Ja, ich treffe. Warum? Weil er noch ans Leder ist. So. Nein, habe ich gerade voll in die Wand reingeballert. Oh, oh, oh. Ein Helikopter. Was ist ein Heli? Heli sein, der haut mir wieder auf. Weg, einer. Zweite weg. Das ist ja was Schweres, ne? Einer, ja. Sie waren hier unten drin. Bleibst du jetzt mal liegen hier? Immer noch. Ja, ist schon weg. Die saßen alle da unten bei mir drin. Aha. Mensch, Markus, endlich hast du mal mehr Kills als ich, hä? Was für Scheiße. Yvonne? Ja? Du solltest nicht so viele im Sand laufen, da sind überall rote Flecken. Der Witz passt. Markus, der Witz geht nicht, er klappt nicht jede Woche. Sondern nur einmal im Monat. Läuft bei euch, hä? Bei ihr, ja. Läuft! Entschuldigung, das war keine Ahnung. Da kann noch mehr fallen. Ah, ne, einer ist noch. Jawohl, weiter. Also mit den Zombies, das macht irgendwie... Das macht ziemlich laute, ja. Na, redest du noch letzte Woche? Was ist denn jetzt los? Ich bin tot. Irgendwas hat mich gerade volle Esser erwischt, keine Ahnung was es war. Na, ich geh mal weg. Ja. Ich habe ja ein Auto zerstört und dann hat mich da beim Nachladen voll weggehämmert. No. Yvonne hat gerade einem der Terminatoren die Granate volle Esse an den Kopf geschmissen. Schon wieder. Der ist zur Seite gegangen, Yvonne. Du musst ein bisschen mehr nach rechts. Wie niedlich ein pinker Raketenwerfer bei Yvonne. Ehrlich? Ja. Hier, Kevin auf der anderen Seite bei der Yvonne. Da ist ein Juggernaut noch. Ja, ich weiß, er ist weg. Den hat sie aber schon erwischt. Achso, na, da braucht man auch nicht mehr helfen, das ist ja Quatsch. Schafft er jetzt alleine. Das könnte meine Welle gewesen sein. Yvonne passt schon auf sich selber auf. Kev, übertreibt's mal wieder maßlos. Ich hab den Minigun, Alter. Damit hab ich jetzt aufgeräumt gerade.
Ich will auch eine Minigun haben. Du hast doch eine Minigun. Ich habe auch eine zugreifen. Ich habe sogar zwei. Die auch jetzt gar nicht. Put. Ein Juggernaut habe ich schon. Hier ist ja gerade eine Bombenbestimmung. Zweit darf ich. So, jetzt können wir gehen ohne spazieren. Hier unten bin ich. Genau, schön zum Sven kommen, genau. Danke. Sven, du bist was warnt das jetzt? Sven, du, oh, bist ja, du bist ja von Zombies sicher. Alter! Ja, darf ich jetzt in die Luft? Ein Heli ist weg. Ich glaube, ein Heli war es. Ja, war ein Heli. Ich glaube, der andere Heli ist auch weg. Markus hat mich in die Luft gejagt. Markus! So hart habe ich da noch nicht zugestoßen. Also übertreibt man nicht. Zombies ein paar auf die Fresse hauen ist irgendwie ganz lustig. Hier ist ein Juggernaut unten drin. Ich sehe es. Gleich nicht mehr. Jetzt. Oh, hier war was los. Eine Bombenstimmung. Hey, wo ist das Zeug alles? Oh, ich wollte gerade sagen. In die Luft gejagt worden. Wahrscheinlich. Von Morgus. Wir sammeln eigentlich immer alle auf derselben Seite ein, das ist ja nicht mehr normal. Weil es nur die Seite gibt, auf der anderen Seite ist nichts. Achso. Habe ich vorhin schon bemerkt, die einzige Seite, wo du nachfüllen kannst, ist die. Wir schießen zwei auf dieselbe Seite, ne? Erste schwere Einheit ist schon weg. Weiter auch, sehr gut. Gehen wir runter, Kevin? Komm, du willst nur fahren, wir gehen runter. Ach, komm, wir gehen. Ich bin schon unten. Und jetzt, Komm aus hier! Einer fehlt noch, irgendwo muss noch einer rumliegen. Kevin, machst du den hier, ne? Ich hab hier einen. Fahrzeuge, hoch. Sven hat Angst vor Eisfahrzeugen. Oh, falsche Waffe. Jungs, ich will spielen. Kommt her, ja. Jeder Schuss ein Treffer, meine Damen und Herren. Da, hörst du mal auf mich zu schlagen? Ich bin tot. Tot. Ihr macht das, ne? Die machen das schon, ja. Hm? Die zwei Frauen machen das schon. Ja. Achtung, ich geh runter. Du gehst mal runter, gut zu wissen. Ist der Jogger halt? Du Scheiße. Was machst du denn dann da unten?
Warte, bei Sven mache ich mir bei der Zombie-Apokalypse keine Sorgen. Dem passiert nichts. Wer ist noch? Hier ist noch ein Saganot. Naja, passt das? Da ist noch einer. Schaden. Okay. So. Na dann. Alle drauf gehen, eh herrlich. Wenn da so eine Gruppe hintereinander ist und die einfach nur kurz wegnehmen kannst. Du wolltest gar nicht hin. Hilfe, Mutti. Wolltest du gar nicht hin. Zwei noch, oder? Bleibst du jetzt mal liegen, wenn ich dich schon erschieße hier? Das kann doch nicht wahr sein. So, ne? Achtung, Hades, hoch. Weg. Heli ist weg. Wie der gerade hochgeflogen ist. Kannst du legen? So kann man sich auch mal eingrooven hier. Kommt her, meine Freunde. Guck, guck. Wo seid ihr denn? Da. Guck mal, sogar ein dicker Zombie. Der hatte zu viel Hirn. Oh, ich muss hoch. Nee, ich hab schon jemanden. Danke. Will einfach nicht sterben, hä? Jetzt schon. Aber ich muss weiter stehen. Genau. Hab ihn. Alles voller Blut hier. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Weiß ich nicht. Hast du die Tage? Da hält mal was, kommt vor. Oh, ich hab hier gleich zwei von denen, Alter. Also ich bin tot. Was ist denn los mit dir heute, Sommer? Na, wenn ihr mich hier mit zwei Juggernauts alleine lasst, was ist denn das? Oh, Mimimi, ich höre nur Mimimi.
Das sagt der Richtige. Sind beide weg? Kein Problem. So. Warte mal, hier ist noch einer, ne? Sehr schön. Der Hund ist sogar noch ein Vierter. Ja, warte, der Hund ist doch einer. Wow, hier unten ist eine Menge los. Ja. Liebling, ich brauche deine Hilfe. Kümmer dich allein drum. Schaffst du das jetzt auch? Okay. Hab ich. Sven? Ja? Das ist aber eine interessante Geschichte, wo du da bist. Wieder hoch. Hier ist was los. Komm, ich spiele dich in 1 gegen 1. Voll Idiot. Oh, da kommst du die Gießen auf den Alten. Ja, ja, da kommt schon wieder was. Ja. Alter, oh, Alter. Bei den 9 sind wir mittlerweile. Das eine Auto fährt fast in die Dings rein, in die Festung. Ich muss mal weg. Oh, da steht hier oben. Oh ja. Sven hat so ein bisschen Blut an der Lippe. Ja, aber das wäre noch Blut. Was hat Sven? Zu Blut zwischen den Lippen? Blut an der Lippe. Guck mal, ich will kurz den Next nehmen. Da sind einige gerade. Ja, jetzt braucht irgendwie ganz schön was los. Nächste Down. Ja, doch viel Zeit. Okay, das weiß ich, was jetzt gerade mich hochgejagt hat. So ging es mir vorhin auch. Aber ich hatte einen Gegner, der irgendwie gespawnt ist oder direkt wieder despawnt ist. Baby! Oh ne, Sven ist das. Aua. Sven, das hängt an dir. Ich glaube, Welle 9 ist unser Untergang. Oh ja, das ist nicht wenig gerade. Baby, wo bist du denn? Du bist du bist alleine. Ich dachte, wir drücken bei dir den Daumen. Ich dachte, du schaffst das schon. Wir wollten mal präsentieren, weil deine Fähigkeiten, wie gut du bist. Wir wollten mich doch verarschen. Wir wollten ja keinen Druck machen, aber das wollte ich nicht. Niemals! Wir würden dich niemals verarschen, Sven. Wir wollten zwar keinen Druck machen, aber das wohl der ganze Menschheit hängt an deinen Händen. Vor allem das Geile ist, die Juggernauts, die haben Minigun, aber machen immer nur bim 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 bim. Ja, ja. Als wär's Pistole. Oh, jetzt hier. Ups. Zweit. Pass auf, links von dir, Sven. Und die vor dir steht noch. Kannst du jetzt mal eben mal liegen bleiben? Neben dir. Ah, scheiße. Au! Ziemlich schlagkräftig, die Frau.
Die hauen ganz schön stark zu, ne? Die ist ziemlich sauer auf dich. Wahrscheinlich. Die blöde Kuh. So. Die blöde Bitch. Aber lustig. Die blöde Bitch hat die gleichen Schuhe wie ich. Batsch. Ja, das war definitiv mal eine lustige kleine Runde. Auch wenn wir es nicht ganz geschafft haben, aber. Nun ja, ich glaube, wir hatten gut zu lachen. Oh. Hat das der Markus immer so schnell gesagt?